Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin Maria vom Kanal Chick Mami und mein Kanallink findet ihr unten in der Infobox. Und jetzt ganz viel Spaß beim folgenden Video. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Schwangerschaftsupdate zur 25. Schwangerschaftswoche. Jetzt kommen ja die Updates wöchentlich. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Wenn ihr so bestimmte Themen habt, die ich so mal ansprechen soll, könnt ihr mir das gerne unten in den Kommentaren schreiben. Ich habe aber auch schon so ein paar Sachen im Kopf, über die ich noch reden möchte, weil es gibt nicht jede Woche total spannende Sachen zu erzählen. Und ich habe mir so ein paar Themen überlegt, über die ich mit euch dann jeweils reden will. Heute geht es um meinen letzten Frauenarztbesuch und ich möchte euch zeigen, was ich fürs Baby alles in letzter Zeit so gekauft habe. Ja, dieses Mal stand beim Frauenarzt der Zuckertest an. Bei Vince war der völlig unauffällig. Und ich denke, auch jetzt wird sich nichts ergeben haben. Ich habe bisher noch keinen Anruf erhalten. Und sie rufen halt nur an, wenn jetzt irgendwas wäre. Ja, Zuckertest läuft ja so. Man bekommt da so ein ekliges, zuckriges Gesöff zu trinken und muss dann halt eine Stunde warten und dann bekommt man Blut abgenommen. In dieser Stunde, die ich warten musste, ich habe mich ja schon gefreut. Ich dachte so, boah, hast du eine ganze Stunde mal Zeit, um in Ruhe zu lesen? Ja, nix war. denn in der Stunde, weil... in der Praxis waren sie halt der Meinung, mich beschäftigen zu müssen, haben sie mich erst an CTG angehangen. Das war auch mein erstes CTG jetzt ja in dieser Schwangerschaft und war völlig unauffällig. Und dann hatte ich halt gleich meine Untersuchung bei der Ärztin. Da wird ja nicht viel gemacht. Ich hatte ja keinen Ultraschall oder so, weil ich sage es gerne nochmal, ich nehme ja in dieser Schwangerschaft wirklich nur die 3 Ultraschalluntersuchungen, die vorgesehen sind. Deswegen... So oft ihr mich auch fragt, was es denn nun für ein Geschlecht ist, ich weiß es nicht. Denn beim letzten Ultraschall wurde es einfach nicht gesehen. Und deswegen muss ich auf meinen nächsten Ultraschall warten, der in der ersten Januarwoche sein wird. Und entweder wir wissen es dann oder wir wissen es nicht. Und wenn es da dann nicht gesehen wird, wissen wir erst zur Geburt. Aber wir haben mit Manu schon gesagt, es ist jetzt auch okay. Jetzt haben wir schon so lange drauf gewartet und wissen es nicht. Und wir sind so an so einem Punkt, wo es uns auch egal ist. Ja, egal, es ist uns sowieso, was für ein Geschlecht wird, aber es ist ein Mensch, es ist gesund und es ist auch irgendwie eine spannende Erfahrung zu sagen, gut, wir warten bis zur Geburt, um zu wissen, was es wird. Wenn es allerdings im Januar gesehen werden sollte, dann möchten wir es auch wissen und dann werden wir es euch auch auf jeden Fall erzählen. Aber ich habe schon von einer Freundin gehört, die ihre beiden Töchter auch bei derselben Frauenärztin bekommen hat, bei der ich jetzt bin. Ich bin ja jetzt dort neu. Und... von ihr hat sie das Geschlecht beider Kinder nicht erfahren, sondern beim 3D-Ultraschall jeweils. Ich habe auch schon gehört, dass die Frauenärztin, bei der ich halt wie gesagt jetzt bin, da sehr, sehr vorsichtig ist, das Geschlecht preiszugeben, was ich auch verstehen kann. Wenn man dann falsch liegt, ist es echt blöd. Und wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, aber wir werden es euch sagen, wenn wir es wissen. Ja, bei der Ärztin war halt nicht viel. Sie hat mich halt gefragt, ob irgendwas ist, ob ich irgendwas zu erzählen habe, ob ich irgendwelche Fragen habe und dann hat sie den Muttermund untersucht und der war zu und alles in bester Ordnung. Genau, und dann war ich da auch schon fertig. Also diese Untersuchungen, wenn man keinen Ultraschall hat, die dauern so 3 Minuten bei meiner Frauenärztin, dann kann ich wieder gehen. Dann musste ich mich, glaube ich, noch 5 Minuten ins Wartezimmer setzen und dann konnte mir Blut abgenommen werden. Gewicht habe ich jetzt 8 Kilo zugenommen, was zu viel ist, nach meinem Ermessen. Ich habe jetzt nochmal in so einem Buch gelesen, 10 bis 16 Kilo ist so absolut okay. Ich bin aber jetzt schon bei 8 und ich bin jetzt in der 25. Woche und es geht ja jetzt erst los mit der richtig extremen Gewichtszunahme. Also ich bin sehr, sehr unzufrieden. Eigentlich wollte ich an dieser Schwangerschaft nicht so viel zunehmen wie bei Vince. Bei Vince waren es 20 Kilo und das ist auch gerade so mein größtes Problem, dass ich mich einfach extrem unwohl in meinem Körper fühle. Gerade was so die Beine anbelangt. Das Ganze, ich weiß nicht, ob es auch Wasser ist. Es ist möglich, dass es auch Wasser ist in den Beinen. Ansonsten wäre es alles Fett, was sich da so in meinen Beinen ablagert. Und es ist echt nicht schön. So, ich habe aber das Problem an sich. Ich achte eigentlich auf meine Ernährung weiterhin, was in der Weihnachtszeit nicht ganz so einfach ist. Aber ich versuche es dann auszugleichen, dass ich halt bei den großen Mahlzeiten wirklich darauf achte, was ich esse, nicht zu viel Zucker, nicht zu viel Kohlenhydrate, aber man darf halt auch nicht drauf verzichten, weil man hat ein Kind im Bauch, was man versorgen muss und dann mir mal Plätzchen und Pfefferkuchen erlauben kann. Das Problem bei mir ist der Sport, der jetzt ausbleibt, beziehungsweise Bewegung allgemein. Also ich kann nicht mehr Fahrrad fahren, ich kann nicht mehr lange spazieren gehen
Und dadurch, dass das halt jetzt so extrem dann alles weggefallen ist, also der Ausdauersport natürlich, das richtige Auspowern ist es nicht mehr, es gibt kein Fahrradfahren, es gibt kein Laufen mehr. Und deswegen lagert sich das halt so extrem in den Beinen ab. Und alles, was ich tun kann, ist so ein bisschen Pilates. Das wird mich nicht groß weiterbringen, aber ich mache es trotzdem jeden Tag. Gezielt Übungen für die Beine, was halt noch so geht. Ich schaffe auch nicht allzu viele Wiederholungen und ich kann, also es ist meistens nur so, aber wenn ich ein richtiges Pilates-Programm mache, ist es eine halbe Stunde, mache immer noch das, was ich euch beim letzten Mal gezeigt habe. Das gefällt mir einfach am besten. Und wenn ich so, das mache ich nicht jeden Tag. Und wenn ich die anderen Tage mache, ich halt wirklich gezielt nur Übungen für die Beine. Das geht so 10 Minuten, Viertelstunde. Mehr schaffe ich auch einfach nicht, weil es dann anfängt, weh zu tun. Und das ist so ein bisschen auch um mein Gewissen, mein Gefühl für meinen Körper so ein bisschen zu beruhigen, zu wissen, ich tue was für meine Beine, das, was ich in dem Maße, wie ich es halt machen kann, in der Hoffnung, dass es nicht einfach noch schlimmer wird, weil ich kriege ja dann auch ein Hosenproblem und sowas und es sieht einfach unschön aus und man fühlt sich extrem unwohl. Aber ich bin mir halt auch so unsicher, was man noch machen könnte. Wie gesagt, Schwimmen fällt für mich aus, weil ich ja schon die Blasenentzündung und den Harnwegsinfekt, ist beides dasselbe, Nierenbeckenentzündung wollte ich sagen, hatte, wurde mir angeraten, doch nicht mehr schwimmen zu gehen in der Schwangerschaft. Das fällt für mich weg. Dann sind wir hier in einer Kleinstadt, also es gibt nicht irgendwie viele geführte Kurse. Es gibt hier keinen Pilates für Schwangerenkurs, Yoga oder irgendwie Sport für Schwangere. Sowas gibt es hier einfach nicht, wo man dann halt eine Anleitung hätte natürlich, ne? Und deswegen bin ich so ein bisschen auf mich allein gestellt und YouTube und versuche da halt zu machen, was geht. Aber die ganzen Sport in der Schwangerschaftsvideos sind natürlich auf nur leichte Bewegung ausgelegt und nicht darauf ausgelegt, die Gewichtszunahme nicht zu groß zu halten. Und deswegen, ja, ist das gerade so ein Thema, was mir nicht so gut gefällt. Ich hoffe einfach, dass ich nicht noch sehr viel mehr zunehme und dick werde. Und aber vielleicht ist es auch Wasser. Ich weiß nicht, weil es, ja, ne, das schwemmt ja auch auf. Und Wasser verliert man ja dann zum Glück relativ schnell nach der Geburt. So, ja, was so die Sachen anbelangt, die ich fürs Baby gekauft habe. Unabhängig davon, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, möchte ich gar nicht so viel einkaufen, weil wir haben ja noch alles von Vince, ist noch alles top in Ordnung. Schon bei Vince habe ich darauf geachtet, dass es nicht nur blau ist, dass es schon relativ neutral gehalten wird. Aber man will natürlich so ein bisschen was Neues schon kaufen. Manches waren noch Sachen, die ich wirklich gebraucht habe. Das erzähle ich dann jeweils, wenn ich zu den Produkten komme. Weil zum Beispiel, Vince ist ja so wirklich im Hochsommer geboren. Und Baby Nummer 2 wird im März geboren. Das sind nochmal ganz andere Wetterverhältnisse. Also da brauche ich schon nochmal eine dickere Jacke zum Beispiel. Oder bei einem Schlafsack brauchte ich noch ein bisschen was. Und das sind dann halt einfach so Sachen, die man noch so besorgen muss. Sachen wie Fläschchen muss ich noch besorgen, weil ich diesmal auf Glasfläschchen umsteigen will. Und Schnuller und was man so braucht, ne? Und ich dachte, ich zeige euch das jetzt immer so peu à peu, wenn es so anfällt. So ein Newborn Haul wird dann sicherlich auch nochmal im nächsten Jahr dann kommen. Aber ich zeige euch jetzt erstmal so die Kleinteile, die ich immer so bestellt habe. Und wir fangen mal mit einem Label an. Moment. Wir fangen mit einem Label an, was ich vorher nicht kannte. Das habe ich durch Instagram entdeckt. Und zwar ist das Fable App. Das kann ich euch unten in der Infobox sehr, sehr gerne nochmal verlinken. Das habe ich, wie gesagt, über Instagram gefunden. Und es hat mir halt so, so gut gefallen, dass ich dort bestellen musste. Es ist eine dänische Marke. Das erste, was ich bestellt habe, kam in so einem süßen Säckchen. Habe auch da die Farben natürlich sehr neutral gehalten. Und das ist so ein Schnuffelkuscheltuch. Das ist so ein kleines Häschen. In Türkis. Und hier hinten ist es so ganz, 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 ganz weich. So richtig, richtig. Schön kuschelig. Genau, so sieht das aus. Und das ist halt unser Schmusetuch fürs Baby. Vince war ja überhaupt nicht so auf Schmusetücher. Also er hatte, glaube ich, 4 oder so. Und die haben ihn alle nicht sonderlich interessiert. Immer noch nicht. Also es ist nach wie vor so, dass er damit nichts anfangen konnte. Was auch völlig okay ist. Und dann habe ich bei Fable App noch eine große Decke bestellt, die ich ins Kinderzimmer auf den Fußboden legen will. Also da kommt eine dicke Decke drunter und dann diese Decke drauf, wenn wir dann mit Vince oben spielen, dass das Baby halt bei uns liegen kann. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das so darstellen kann, dass ihr das in seiner ganzen Schönheit sehen könnt,
Ansonsten seht ihr es auf jeden Fall dann nochmal, wenn ich die Roomtour mache. Ich habe mich für Grau entschieden, weil ich halt nicht geschlechtsspezifisch gehen wollte und weil ich das Zimmer ja sowieso nicht so extrem bunt, knallig machen möchte. Und es sieht halt so aus. Außen ist halt so ein bisschen dunkler und dann hier so. Und dann hat man halt Sterne und einen Regenbogen und Wolken und Bäume und alles Mögliche so aufgestickt. So. Auf der Rückseite ist es ganz normal einfarbig. Und das fand ich halt sehr, sehr süß. Ich mag sowieso diese dänischen Designs sehr, sehr gerne. Und ja, wie gesagt, das so zum draufliegen, drauf rumkuscheln. Sowas hatte ich für Vince übrigens überhaupt gar nicht. Deswegen habe ich sowas Zweites, also nochmal so eine große Decke bei IKEA gekauft. Und zwar mit Elefanten drauf. Also erst waren es Eulen, dann waren es Füchse, jetzt sind es Elefanten. Und die sieht so aus. Die ist jetzt bräunlich, weil man braucht immer eine zum Wechseln, habe ich so gedacht, ne? Dass eine mal vollgespuckt wird oder was auch immer, dass man dann halt eine zweite hat. Und das ist jetzt, wie gesagt, unsere zweite. Die ist in braun mit Elefanten drauf. Beziehungsweise, wenn man es umdreht, ist es dann weiß mit so beigefarbenen Elefanten. Genau, die habe ich von IKEA. Und außerdem von IKEA habe ich noch diesen Schlafsack hier. Der ist auch braun mit Elefanten drauf. Und das fand ich ganz süß. Ist aber ein dünner Schlafsack. Ist ja aber auch ein relativ großer. Ist sowieso nichts für die ersten Wochen. Der wird dann garantiert so im Sommer zum Einsatz kommen. Ich habe mir ja aber bei Primark einen etwas dickeren geholt. Den zeige ich euch in meinem Primark-Haul. So, dann habe ich bei. Jetzt habe ich noch ein paar Klamotten. Und zwar habe ich bei H&M bestellt, weil Versand kostenfrei war. Und bin durch Zufall auf dieses Set gestoßen. Habe ich genommen Größe 62. Und zwar ist das in Grau, also auch völlig egal welches Geschlecht. Da ist so eine Gitarre drauf. Dazu gehört diese Mütze. Ich mag ja diese Dreier-Sets von H&M sehr, sehr gern. Und diese Hose. Und wenn ich so diese Größen sehe, ich kann mir nicht vorstellen, dass Vince mal so klein war und dass wir bald wieder so was Kleines hier zu Hause haben. Und ich freue mich mega drauf. Und ja, das hatte mir sehr gut gefallen. Ich glaube, das Set war nur 10 Euro, so alles in allem. Und dann habe ich noch ein paar Hosen bei Zara bestellt. Ich liebe, liebe, liebe die Zara-Hosen. Leider gibt es die mittlerweile nicht mehr in Vince Größe. Die werden, glaube ich, nur bis zur 92 oder 98. Und ja, trägt Vince ja schon eine Weile nicht mehr. Und bei Vince bin ich aber recht spät, also ich glaube, da hat er schon die 74 getragen, auf diese Hosen gestoßen. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, für Baby Nummer 2, Kind Nummer 2, halbjährlich bei Zara zu bestellen, um diese tollen Hosen abgreifen zu können. Diesmal sind es 3 geworden. Ich wollte noch eine vierte, die war dann leider schon ausverkauft. Und es ist auch eine rosafarbene dabei. Die zeige ich euch gleich mal zu Beginn. Ich werde diese rosafarbene Hose nicht anziehen, wenn es ein Junge wird. Dann, weil habe ich schon, weiß ich, Freundinnen, die auch ein Baby bekommen und bei denen es ein Mädchen wird. Die bekommen die dann von mir geschenkt. Aber ich fand die so süß und ich wollte mir nicht die Chance entgehen lassen, falls wir doch ein Mädchen bekommen, dass ich diese Hose dann nicht habe. Und wie gesagt, ansonsten freue ich mich auch, die dann an Freundinnen verschenken zu können, die ein Mädchen bekommen. Und zwar ist das diese hier. Mega cool. Mit so einem Glitzerschleifchen noch so ein bisschen. Ich habe mir auch mal bewusst so Mädchensachen angeguckt und ich muss euch sagen, das meiste gefällt mir überhaupt gar nicht. Da ist mir zu viel Rüsche, zu viel Pink, zu viel Glitzer. Und wenn man die Sachen dann anfasst, gerade so diese Glitzersachen, sowas möchte ich auch nicht auf meinem Arm haben. Das kratzt mich ja schon, wenn ich das Kind an mir trage. Es wird auch das Kind kratzen. Und warum muss ein Baby, was gerade mal ein paar Wochen alt ist, irgendwelchen Glitzer-Tütü-Kram anhaben? Das kann ich dann mit ihm machen, wenn es laufen kann und so. Aber am Anfang finde ich das total bescheuert. Habe ich noch diese Hose. Die finde ich schön. Neutral, so ein bisschen mit ja, gelb-ockerfarben abgesetzt. Und ich finde, das können Jungen und Mädchen auf jeden Fall tragen. Also bei einem Mädchen, wenn es wirklich ein Mädchen wird, würde ich es dann auch so machen, die Sachen, die so sehr typisch Junge sind, was ich einfach durch Vince habe, teilweise, halt mit was typisch Mädchenhaften kombinieren. Wenn es jetzt eine blaue Hose ist, kommt halt ein extremes Mädchenoberteil dazu oder so und dann geht das schon wieder. Und dann habe ich hier noch diese rötliche Hose.
finde ich, ist auch absolut geschlechtsneutral. Genau. Und ich mag halt einfach diese Zara-Hosen sehr, sehr, sehr gerne. Die beiden sind auch so ein bisschen dicker und ich habe, ich gucke gerade mal, also hier habe ich die 68 genommen, der. Hier habe ich die 62 genommen und das Rosane habe ich auch in der 68 genommen. Also das ist halt so das, was dann am Anfang getragen wird. Ich muss wieso sehen. Also Vince hat zum Beispiel die 56 komplett übersprungen. Da die Sachen konnte ich gleich alle erstmal wieder wegpacken. Auch die kleinste Söckchengröße konnte ich bei Vince sofort wegpacken. Es hat ihm alles nicht gepasst. Mal gucken, wie groß jetzt Baby Nummer 2 wird, ob es die 56 tragen wird oder auch gleich mit der 62 einsteigt. Deswegen, ich habe dann so am Anfang habe ich da 56, 62, 68. Und dann schauen wir mal weiter, wie sich das so entwickelt, weil es ist ja dann auch eine Frage, da muss ich dann auch schauen mit Vince-Sachen, ob das dann vom Zeitlichen her so passt. Also ob die Sachen, die Vince im Sommer getragen haben, Baby Nummer 2 auch im Sommer passen. Oder ob ich da dann nochmal nachkaufen muss, weil die Größen einfach nicht hinhauen. Aber da will ich einfach nicht vorgreifen, nicht jetzt schon mehr in den großen Größen was hinlegen, weil ich einfach nicht weiß, es geht mir bei Vince jetzt zum Beispiel auch so. Ich kaufe, was er jetzt in dem Moment braucht. Ich kaufe nicht, weil ich etwas schön finde und dann in der nächsten Größe, weil ich nicht weiß, hat er die Größe im Winter oder hat er die im Hochsommer. Das kann man so schlecht einschätzen. Jetzt letztens hat er zum Beispiel bei Oberteilen auch einfach eine Größe übersprungen und ja, deswegen so auf Vorrat oder so kaufe ich eigentlich nicht. Ja, und das war es auch diesmal schon. So viel Neues gab es nicht, aber ich habe euch ein paar süße Teile gezeigt, wie ich finde. Also mir gefallen sie sehr, sehr gut. Und ja, wir sehen uns ja schon nächste Woche Dienstag bei meinem Video zur 26. Schwangerschaftswoche. Bis dahin, tschüss!